Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Unlucky Nerds. Ich bin euer Schmuser und ich präsentiere euch ein neues Projekt, ein neues Let's Play auf diesem Kanal. Und zwar geht es um Grand Theft Auto Online. Ja, ich habe mich bei einem Singleplayer komplett rausgehalten. Ich habe gesagt, den Let's Play ich nicht, das machen Millionen andere. Natürlich werden auch Millionen andere GTA Online Let's Playen. Aber Leute, die mich schon ein bisschen näher kennen, wissen, dass ich ein Fan von Multiplayern bin. Und GTA und Multiplayer zusammen, das hört sich für mich an wie Ostern und Weihnachten zusammen. Und von daher hoffe ich doch einfach mal, dass es eine ganz geile Sache wird. Ich muss sagen, ich habe mich bis jetzt wenig spoilern lassen. Ich habe weder ein Let's Play gesehen, noch ein bisschen Informationen habe ich von den Leuten aus dem TS, mit denen ich den ganzen Tag so rumhänge. Und von daher weiß ich auch, dass ich die ersten ein oder zwei Folgen wohl alleine spielen muss. So stelle ich mir ein Multiplayer eigentlich ja nicht vor. Und erst dann mit meiner Crew zusammenkomme, mit den Unlucky Nerds. Und ja, dieses Let's Play wird natürlich zusammen mit den Unlucky Nerds. Das ist nicht nur der Daniel, nein, das seid ihr alle da draußen. Ihr alle seid kleine Unlucky Nerds, so wie ich auch. So, zumindest hoffe ich, dass ihr euch so ein bisschen teil fühlt wie ein kleiner Unlucky Nerds. Die Leute, die mit mir auf dem TS rumhängen. Ja, das sind auch meine Unlucky Nerds. Und wir haben eine Crew gebildet, die Unlucky Nerds. Und mit denen möchte ich natürlich zocken. Mit denen möchte ich Banken ausrauben. Mit denen möchte ich Tankstellen überfallen. Mit denen möchte ich Nutten belästigen. Irgendwelche Leute erschießen. Andere Spieler jagen. Und keine Ahnung, Tennis spielen, Golfen gehen. Und alles, was da so möglich ist, habe ich einfach richtig Bock drauf. Und von daher möchte ich auch nicht lange um den heißen Brei reden. Ich würde sagen, wir fangen einfach an, damit ich so schnell wie möglich zu meiner Crew komme. Speichern und weiter. Name deines Charakters. Ja, wie soll er heißen? Schmuser, würde ich ganz klar sagen, ne? Schmuser. Wenn das nicht mal ein Gangstername ist, dann weiß ich auch nicht. Fertig? Yep. Ich bin fix und fertig. GTA Online wird beendet, stand da jetzt gerade? Nee, oder? Nee, geladen, okay. Wenn es irgendwas Leute da irgendwelche Gespräche führen, werde ich natürlich meine Fresse halten. Aber momentan scheinen wir ja nur ein kleines Filmchen zu sehen hier. Schöner Ausblick über Los Santos. Ich denke, lesen oben links in der Ecke, das könnt ihr aber hoffentlich selber, ne? So alt solltet ihr sein. Schon mal ein paar heiße Karren hier zu sehen. Ah, wird mir das eine oder andere Karre von gefallen, wenn ich die schon haben dürfte. Ist davon eine Karre mir? Übrigens gerade hier voll die Clipping-Fehler, wenn ich da mal sagen darf. Grand Theft Auto Online. Ey, cool, ist ja meine Garage. Kannst eigene Sammlung von Autos, Motorrädern und Garagen speichern. Überall auf der Karte Verkauf stehen. Okay. Fordere andere zum Tennis heraus, Golf und zu weiteren Aktivitäten. Ja, ich habe schon jemanden zum Tennis herausgefordert. Aber ich werde dich platt machen. Versprochen. Und da? Ey, da bin ich. Da komme ich wohl gerade in Los Santos an. In der Online-Welt. Mit meiner geilen Sonnenbrille. Wenn ich nicht mal aussehe wie ein Gangster, Alter. Im Verlauf des Spiels sammelst du Reputationspunkte. Das Ausführen von Jobs, Erledigen von Gegnern erhöht deine RP. Hast du genug RP gesammelt, erhöht sich der Reinrang. Dadurch werden neue Waffen, neue Ausrüstung, neue Fähigkeiten freigeschaltet. Okay. What that shit do, you big old pimp, you? I see you up in this motherfucker now, huh? That's what I'm talking about. Come here, holler at your boy, man. It's good to finally meet you, man. After all that time on Life Invaders, man, we're friends in real life now, huh? Look at you, dude. You, like, smaller than you look in your picture, but... Oh, fuck it. It don't matter. Hey, I heard you wasn't a big talker, right? But I said, you just probably need to get settled in. Got that jet lag, you know? So I got a little gift for you. Welcome to Los Santos. Untraceable. Gotta love that. Who your partner is, pimp? Who your partner is? Man, dog, I'm glad you're here, man. It's all kinds of opportunities in Los Santos. I mean, that's if you got the nuts to pull them off. And don't even trip, man. Your boy know people all over the city. Like the boy Hal. He is, like, hands down, the best mechanic in town. Or the other boy, Simeon, man, he's literally the best bullshit artist in town.
Or we can go fuck with the homie G, or any of the homies from family for that matter. You straight. Matter of fact, we gonna fall through on Hal right now and see if we can get us a race, you know? You with the business, we can make us a little wave. Ooh, hey, that's my shit. Yo, nice Bass, nice Beat. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also erstmal geil, wir haben erstmal eine Waffe bekommen. Das gefällt mir ja schon mal gut hier, damit wir nicht unbewaffnet rumlaufen müssen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es hier jetzt wohl direkt zu einem Autorennen. Und naja, ich als alter Racing-Freak werde das natürlich hoffentlich gebacken kriegen. Aber die Musik gefällt mir schon mal hier und nochmal ein kleiner Ausblick durch Los Santos. Up right there real quick while I make this call. We're gonna get you a car or something to race in or stare at the back of my shit in, cause you're gonna eat my dust, punk. Shay Shay. Ja, bis jetzt ist mein Charakter wohl ziemlich still. Er sagt nichts. Aber wir werden hier ganz klar zum Rennen rausgefordert und es geht hier schon weiter. Okay, Los Santos sehen und gewinnen. Warte auf andere Spieler. Geht's direkt doch online weiter, oder was? Keine Ahnung. Los Santos, den gewinnen. Die perfekte Los Santos Kennenlern-Tour für jeden, der nur auf Postkarte oder Glotze sehen kann. Lebkulisse, bla bla bla. Punkt zu Punkt, Limousinen, Nacht, bla bla. Oh, da sind wirklich andere Spieler hier drauf. Okay, beitreten. Ja. Warte auf andere Spieler. 13 Sekunden. 12, 11, 10. Da haben wir schon mal synchronisiert. Super. Sitzen wird gestartet. Oh Mann, es geht hier für online gegen andere Gegner hier los. Das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, aber das geht jetzt hier erstmal cool gegen die CPU. So wurde bis jetzt zumindest beschrieben. Und man hat eigentlich da Holy Shit eine MILF-Schild hinter seinem Namen. Und das ist seine Crew. Das wird schon seine Crew gewesen sein. So, Fahrzeug. Ich kann mir ein Fahrzeug aussuchen. Was sind wir denn da? Wir fokussieren uns in 34 Sekunden, also ich habe noch nicht ewig Zeit. Da kommt jetzt schon mal nicht schlecht aus. Ich würde sagen, wir fahren in einem coolen Unlucky Nerd Grün. Gewinneraktion Stinkefinger, das hört sich schon mal gut an. Bestätigen. Ja, wenn man hier sonst nichts mehr machen kann, oder? Nö. Dann bestätigen wir die ganze Sache doch mal. Deine Wette. Ich werde jetzt einfach mal. Was haben wir? $2,500, was? $2,000. Auf Schmuser. Wette platziert. Okay. $2,000. Warum auch nicht? Bereit zum Spielen. Wollen nicht zimperliche sein, ne? Ich brauche Kohle direkt am Anfang. Und wenn ich schon mal wetten kann, mache ich das doch. Okay. Natürlich einige andere Spieler, die mir natürlich das Leben schwer machen werden. 2, 1, go! Okay. Jetzt hier konzentriert zur Sache. Konzentriert in die Laternen was fast rein. Aber noch sind wir vorne hier, das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt bin ich natürlich hier echt konzentriert. Das Scheiße will ich natürlich gewinnen. Ich habe immerhin auf mich gewettet. $2,000 direkt verlieren wäre, glaube ich, scheiße. Gib Gas hier. Warum hat sich meine Karre an wie ein Elektroauto? Ist das ein Elektroauto? Wie das sogar? Das kann sein, dass ich mir eine Elektrokarre geschnappt habe. Weil ich habe hier kein Motorengeräusch. Aber dafür muss die Karre natürlich Drehmoment ohne Ende haben und eigentlich relativ flink sein. Klappt ja auch, ich bin ja aktuell Erster. Da kommt meine Rennspielerfahrung von Gran Turismo durch hier. Wobei ich von Need for Speed zum Beispiel kein großer Fan bin.
Von so Arcade möchte. Mach mir keinen Ärger hier. Aber ich habe immer noch einen Typen dicht am Nacken. Macht mir so ein bisschen Sorgen. Und ist auch einfach schneller. Hier auf dem geraden Stück zumindest. Aber wenn gleich wieder eine Kurve kommt und beschleunigen, dann bin ich wieder ganz gut dabei, denke ich. Und er fährt auch nicht so sauber wie ich einfach. Ah, guck mal, jetzt versucht er mich abzudrängen, aber nicht mit mir hier. Das hättest du wohl gern gehabt. Oh nein! Fuck, das hat mir natürlich jetzt... Ich bin immer noch Erster, aber oh mein Gott, das hat mir einen ganzen Vorsprung gekostet. Fuck, das war scheiße. Und jetzt habe ich wieder einen Kollegen hier hinter mir. Oh mein Gott. Das würde die Kacke doch gewinnen. Wie lange geht das denn hier noch? Oh Mann, ich war so weit vorne. Es wäre peinlich, wenn ich das hier nicht gewinne. Mal hier auf Sicherheit mit Bremsen reingehen. Der Kollege driftet hier durch und ich bin mir voll am Nacken. Scheiße. Aber meine Karre beschleunigt natürlich hier besser. Das ist schon mal ganz geil. Ich sehe es nur auf dem Radar da unten. Oh mein Gott. Boah, wie lange geht das denn hier noch? Da ist der Schmuse auf einmal nicht mehr so cool irgendwie. Hui. Ui. Ich bin vorne, aber ich habe hier natürlich keine Endgeschwindigkeit und die Jungs holen bestimmt gleich wieder auf. Oh, eine scharfe Rechtskurve. Schön sauber durch. Jetzt geht's scharf rechts. Gerade eben war natürlich scharf links. Guck mal, ich bin. Oh, das ist die Zielflagge! Alter, ich gewinne die Scheiße. Ich gewinne die Kacke. Ich gewinne die Kacke. Ich gewinne die Kacke. Jawolle! Da freut der Schmuser sich. Ha, Jungs. Ich sage nur PlayStation-Sieger in DTM World Server 2. Geil, plus 3800 Dollar, plus 1300 IP. Jawohl, Rang erhöht, Rang 2. Nice. Kampfschuss AD, Gewinner. Fuck you, hier, Stinkefinger. Geil, ja, haben wir abgezogen. Und das waren zwei Fremdspieler dabei und Lamar. Der ist letzter geworden. Aber geil, 2,53. Finde ich geil. Steht hier wieder warten auf Spieler. Worauf warten wir denn jetzt? GTA Online. Interaktionsmenü. Über das Interaktionsmenü bekommst du Zugriff auf viele nützliche Features, Optionen, wie etwa funktionsschnelles GPS oder Möglichkeit, die Ausrüstung deines Charakters schnell zu wechseln. Schieß los, Online-Tipp. Du willst sofort anfangen, wenn du gleich ein Rennen in Deathmatch oder eine Mission spielen willst, bringt dich Option Standardjob, dein Handy in den nächsten Job und andere von der Spricht. Okay. Finde deine Freunde, wenn du ein offenes Spiel. Okay. Die ganzen Tipps könnt ihr auch selber lesen. Ja, aber auf jeden Fall geil, schon mal das Rennen gewonnen habe. Schon mal ein bisschen Kohle gemacht, indem ich die Wette gewonnen habe, gegen zwei andere Spieler abgezogen. Bewiesen, dass ich gar nicht so ein Kacknub bin. Zumindest wenn es um Autofahren geht. Und ja, wurde dann nochmal knapp. Also ich hätte, glaube ich, Rennen viel, viel geiler gewinnen können, wenn ich einen Fehler nicht gemacht hätte, gegen einen Baum zu fahren. Aber naja, so ist das halt. Drei Jahre schneller Geld zu kommen. Ja, ja. Geld ist immer gut. Konnte ich vor allem Wheeler mal gebrauchen. Du wurdest von anderen Spielern aus GTA Online-Sitzung rausgeworfen. Bitte kehre zum Grand Theft Auto 5 zurück. Fortfahren. Okay, ich wurde rausgeschmissen. Sitzung wird beendet. Das ist natürlich sehr dolle. Sehr faire Gesten hier, meine Gegner. Von daher würde ich sagen, beende ich auch erstmal diese Aufnahme hier. Das war Folge 1 meines GTA 5 Let's Plays. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Viel Spaß. Bis dann. Euer Schmuser.